Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr seht, wir sind wieder unterwegs und das liegt daran, dass wir endlich mal wieder Urlaub machen können. Und es geht gerade in die Schweiz. Da wollen wir klettern, bergsteigen, wandern, also einfach Berge und Natur genießen. Und wir sind richtig heiß. Ja, und es soll wirklich gutes Wetter geben. Ich bin gespannt, ob das dann auch am Ende stimmt, aber ich habe mega Bock. Ja, auch wenn es heute Morgen erst ein bisschen stressig begonnen hat. Wir wollten eigentlich um 5 losfahren, dass wir den ganzen Verkehr, den Urlaubsverkehr ein bisschen verpassen. Jetzt ist es 11:20 geworden, naja, knapp daneben. Aber jetzt sind wir unterwegs und jetzt ist alles wieder gut. Wir fahren durch Frankreich? Nein. Wir fahren nicht durch Frankreich, hoffentlich. Ja, also mal gespannt, ob wir durch Frankreich fahren. Auf alle Fälle werden wir in der Schweiz enden und wir melden uns wieder von da. Vorne ist die Grenze zur Schweiz. Oh yeah. Wir haben es geschafft, wir sind in der Schweiz. Die Vignette ist gekauft. Der Rest passt und wir haben noch 2,5 Stunden Fahrt, gell? Genau, die Freunde, mit denen wir uns treffen, mit denen ich morgen eine Bergtour machen werde, die sind schon längst da und warten auf uns. Wir kommen wie immer zu spät. Ja, aber wir haben es bald geschafft, hoffentlich. Und wir brauchen eigentlich noch eine SIM-Karte. Mal gucken, wie wir das noch unterkriegen. Ja, schauen wir mal. Und wie performt der 17 Jahre alte Opel Signum in der Schweiz? Eigentlich ziemlich gut. Geil, oder? Hat halt 175 PS und das macht schon Spaß. Besser als im Sprinter. Wir fahren momentan eine Panoramastraße hoch und das ist einfach so atemberaubend schön. Die Straße ist auch nur in eine Richtung befahrbar und das ist einfach krass. Genau, also ich mache mit ein paar Freunden eine Bergtour. Alina wird dann alleine hier mit dem Camper unterwegs sein und ich bin mal gespannt, wie Alina sich schlägt. Ich auch. Wir sind gerade angekommen. Ich habe mich auch schon umgezogen, weil es einfach brutal kalt hier ist. Und ich führe euch mal rum, denn der Ort hier ist echt traumhaft. Für den Timo geht es morgen genau da hoch. Und ich mache mir hier noch ein paar richtig schöne Tage. Laufen Sie auch zur Bergtour. Die Jungs sind schon vor ein paar Stunden losgezogen. Ich habe in der Zeit so ein bisschen das Auto aufgeräumt, hat nicht wirklich viel gebracht. Und jetzt mache ich mich auf dem Weg zum Gletscher. Also ich laufe jetzt denselben Weg, wie die Jungs jetzt denn auch heute Morgen gelaufen sind. Und dann schaue ich mir das ein bisschen mal an. Das sind 3 Kilometer hin, 3 Kilometer zurück. Und ich denke, in einer Stunde bin ich fertig damit. When you moved out, your mother said,
Ich habe gerade die besten Bedingungen für diesen Wanderweg. Alles blüht hier, das Wetter ist wunderschön und da drüben sehe ich schon den Gletscher. You put your trust in all that well. You measure all in one. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo es lang geht. Ich denke, hier sind Hufspuren. Ich glaube, ich muss darüber. Aber es kann auch schon sein, dass ich am Ende des Wanderwegs angekommen bin. Ich schau mal. Okay, das geht doch weiter. Ich sehe jetzt keine einzige Markierung mehr. Deshalb denke ich, dass der Wanderweg schon längst vorbei ist und ich drüber hinaus bin. Ich wollte jetzt noch ein bisschen Richtung Gletscher laufen, aber jetzt wird das Gelände dann doch etwas schwergängig. Deshalb werde ich jetzt auch umkehren. Mir reicht es. Und da oben sind die Jungs hoch. Da sind sie hoch. Und ich würde echt gerne mal wissen, wie es da oben ausschaut. Das ist der Weg, den wir gekommen sind. Da hinten sitzt Salina. Gott, ich habe mich gerade voll erschreckt. Gerade ist was richtig zusammengekracht. Ich glaube, da drüben, da ist so eine Höhle und da drüber sind halt Schneemassen und da ist gerade so richtig was reingekracht. Und es hat sich gerade so heftig angehört. Okay, schnell weg hier. Unten steht das Auto. Also, ich bin gleich da. Und dann gibt es erstmal was zu essen. You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said well. So, ihr Lieben, wir haben schon 10 Uhr. Ich habe mich schon schlaffertig gemacht. Ich freue mich schon so sehr auf das Bett. Ich schlafe heute das erste Mal tatsächlich alleine im Dachzelt. Der Timo ist ja unterwegs und ich bin mal gespannt, wie das alles so sein wird. Aber ich bin optimistisch, dass das alles ganz gut klappen wird. Denn hier sind auch noch 3 weitere Fahrzeuge mit Dachzelt und auch noch 3 weitere Camper. Also ich denke mal, das wird gar kein Thema sein. I don't know about that. 'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. Wir haben schon 8 Uhr. Ich habe richtig lang geschlafen. Ich habe auch richtig gut geschlafen, ohne Probleme, alleine im Dachzelt. Das war wirklich gar kein Thema. Und die anderen schlafen noch, deswegen rede ich jetzt so leise.
Und ja, ich denke mal, ich starte jetzt mal in den Tag, mache mir Frühstück. Let's call some friends over for a game of poker or so. Well, I don't know about that. Or should I turn on the TV or the radio? Well, I don't know. Ich habe mich jetzt fertig gemacht, habe die Sachen gepackt und möchte jetzt eine kleine Wanderung machen. Und zwar geht es jetzt hoch zu einer Berghütte. Ungefähr 1,5 Stunden soll es dauern. Ich habe hier gar kein Internetempfang, deswegen kann ich auch gar nichts nachschauen, keine Wanderkarten und so weiter. Ich verlasse mich jetzt komplett auf die Markierung und mal schauen, wie schön der Wanderweg ist, denn heute ist das Wetter eigentlich auch super schön und ich freue mich drauf. It's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. I don't know about that. Ich wollte ja eigentlich zur Berghütte. Jetzt bin ich am See gelandet. Also auch nicht schlecht, oder? Can we stay here for a week or so? Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. I'll stay here for as long as I can, through the storms and through the calm. When you smile at me, I slowly begin to realize that you are the one. Das ist jetzt das 5. Schneefeld, was ich heute passieren muss. Aber es geht. Es ist nicht so tief und auch nicht so lang. Und da hoch, ich hoffe, das sieht man. Da muss ich hoch. Uiuiuiui. Da geht der Wanderweg weiter. Da sehe ich die Markierung im Fels. Hä? Hä, wo muss ich denn da jetzt lang? Also hier ist eindeutig kein Weg. Da sehe ich Fußspuren. Oh ja, da muss ich hin. Oder? Ich laufe jetzt nicht über den Schnee. Ich nehme doch die Kletterroute. Aber jetzt sehe ich den Weg wieder nicht. Wo geht's hier lang? Ich hab's geschafft. Ich bin oben angekommen. Und das ist jetzt meine Aussicht. Nächster Gipfel. Ein Schneefeld. Aber jetzt geht's runter. Also jetzt sind meine Schuhe endgültig nass. Aber nicht so schlimm. Ich bin gerade auf dem Weg bergab. Oh nee. Noch ein Schneefeld. Und es ist besonders lag. Oh, Gott sei Dank. Also ich hoffe jetzt, das war das letzte Schneefeld, weil jetzt sind meine Schuhe richtig nass.
fertig, aber glücklich. War auf jeden Fall eine schöne Wanderung. Ich glaube, ich habe so ungefähr 5 bis 6 Stunden gebraucht mit Pausen. Und ja, ansonsten ging es relativ steil bergauf. Teilweise musste man auch bei manchen Passagen auch klettern, aber an sich war der Wanderweg wirklich sehr schön. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich jetzt noch was zu essen mache und dann den ruhigen übergehe. I've said it many times, I know. I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my... Ich bin vorhin auch direkt nach dem Essen im Dachzelt eingepennt. Eigentlich wollte ich noch was lesen, aber ich habe es dann doch nicht geschafft. Und ich bin immer noch super müde, deshalb bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schon etwas vergangen, seitdem ich mich gemeldet habe. Ungefähr 1,5 Tage. Ich warte, bis die Jungs wieder da sind, denn ich habe ein paar Probleme auch bekommen. Ja, das Auto springt nicht an. Ich wollte heute noch mal woanders hinfahren, aber das ist leider nicht möglich. Ich gehe davon aus, dass die Batterie leer ist, obwohl ich gestern auch den Motor habe laufen lassen, aber heute, ja, leider leer. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir überhaupt, ja, ein Überbrückungskabel mit haben und wie wir da jetzt zurechtkommen. Aber erstmal warte ich, bis die Jungs wieder da sind. Dann wird erstmal gekocht und dann schauen wir weiter. So, da kommen sie von der Werktour. Und wie war's? Oh, wir haben es geschafft. War anstrengend, ja. Oh, Sonne hat geknallt, aber ihr hattet ja perfektes Wetter, gell? Ja, aber gleich soll es anfangen zu gewittern. Ich glaube, wir haben echt noch Glück gehabt. Oh, super. Okay, sehr schön. War anstrengend? Oh ja, bis auf 4200 Metern waren wir. Schön. Na gut. Ja, cool. Freut 4 mich. Tage Gletscher. Super. Mit Anschieben haben wir das Auto dann doch noch anbekommen. Die Batterie wurde etwas geladen und es reicht zum Fahren. Wir sind gerade wieder auf dem Weg nach Deutschland. Ja, hier soll das Wetter nicht so gut sein. Die nächsten Tage soll es hier nur gewittern. Mhm. Und in Österreich soll es jetzt auch nicht besser werden. Ja, überall hier in der Region soll es nur noch schlecht sein. Ja, deswegen fahren wir wieder zurück und wir wollen in den Schwarzwald. Aber wir verabschieden uns für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart und gerne bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Won't you be